Ajo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zu einer weiteren Folge von Let's Play Alan Wake. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und haben sozusagen die Aufgabe, den guten alten Kollegen Jarak Gesicht hier zu treffen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns heute erwarten wird. Zum Berg, wir gehen ja, wie gesagt, wir müssen halt zum Bergwerk. Denn dort erwartet uns dieser Scheiß. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Wake. Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Scheiße, Digga. Ich bring ihn um. Scheiße, Digga. Ja, wir müssen unbedingt dorthin, sonst. What the fuck? Was zur Heiliger? Was zum heiligen Gedärmen? Alter, was ist denn das jetzt los? Sag mal, willst du mich eigentlich rollen? Habt ihr das gehört? Das war ja der Wahnsinn. Komm, gib mal Batterien, gib mal dies, gib mal das. Was haben wir denn hier? Aha. Ach, die Schubkarre, du. Was für Schubkarre? Was glaube ich da? Die Klappe zur heiligen Hallen des Jarax. Autsch. Das hat wehgetan. Ach, eine Manuskriptseite. Was hast du zu bieten? Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen. Und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war seine Muse. Sie war sein Jarrak, Alter, Jarrak. So, was war hier? Schönes Munition. Okay, nochmal ein Revolver. Zum Mirror Peak, ach du heilige Scheiße. Komm. Jawohl. Autsch. Fickt euch, ihr Unsinne. Okay, ich hab noch eine Shotgun, das ist gut. Brauchen wir aber noch nicht. Erstmal muss ich diese Penner hier ausschalten. Autsch. Fick dich. Missgestellt. Oh nee. Nicht die Scheiße schon wieder. Jack, sehr schön. Oh nee. Komm, geh kaputt. Ich sehe da hinten was leuchten. Ich hasse das. Ach, Blendgranaten, okay, das ist gut. Was ist eigentlich auf der linken Seite? Weiß ich noch immer nicht. Nee, 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 oh nee, oh, ja, Hurensöhne. Fickt euch, Jarax. Okay, alles cool, alles in Butter, alles in Ordnung, oh nee. Von wo? Was schleudert hier was? Oh, da drin befindet sich irgendwas. Oh, ich bin so behindert. Jawohl, so geht's auch.
Autsch! Nicht korrekt. Weg. Juch, Alter. So, rein hier. Oh, nö. Oh, nö, das scheiß Dings. Ja, ich weiß. Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen auf die Tube drücken. Autsch. Komm, Chuck. Ja, Hurensöhne. Das ist meine kräftige Drehung. Jawohl. Nein. Geh wieder rein. Alan, fertig! Was passiert, wenn ich einfach so haue? Gar nichts. Das juckt die gar nicht. So, dich auch noch. Tschack. Sehr schön, missgestellt. Okay, raus hier. Jetzt erstmal ganz, ganz schnell. Ganz, ganz dringend hier hoch. Oh, Heilung, so muss das. Okay, ne. Bisschen dies, bisschen das, bisschen jenes. Achso, das vielleicht bis. Ich bin so behindert, stimmt ja. Ja. Jungs, wenn ihr euch einen Red Bull holt, holt euch diesen White Edition. Schmeckt richtig geil. Feier euch. Mit Kokos und, ich glaube, Heidelbeere. Autsch. Kein Scheiß drauf. Ach nee, ach nee. Ach nee, 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 nee. Komm, nein, autsch. Ach du Scheiße. Ja, hat ja super viel gebracht. Ein Gegner eliminiert. Komm. Nein. Nein. Jawohl. Scheiße. Juch, Alter. Stirb. Sehr schön. Und die Karre ist schon komplett gefickt. Hauptsache, wir haben alle genommen und geschlachtet. So, jetzt erstmal hier hoch. Hallöchen. Bisschen was? Aha. Ich brauch ganz Ding Munition, Digga. Kriegt die Chance sonst auf jeden Fall. Ah! Muni! Und Batterien. Perfekt. So. Oh, nee. Oh, ein ganz fetter. Komm. Wirf. Jawohl. Hat das uns noch gerettet. Servus. Leuchtfackel, Batterien haben wir voll. Ein bisschen Moon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Läuft, läuft, läuft. Ah! Oh ne! Nein, 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 nein! Geh kaputt, geh kaputt! Boah! Bruder, mach nicht diesen, Alter! Was ist denn das? Trust no one in the dark. Ja, das stimmt, Alter. Niemanden, vor allem nicht im Dunkeln. Im Dunkeln tummelt sich viel Böses. Eine Sess sieht aus wie der aus dem Bordell, Alter, wo die Freier sich einlutschen lassen. Hat er die wahrscheinlich auch gemacht. Ein paar der Besessenen besaßen noch Reste ihres früheren Ichs. Doch das waren nicht mehr als Zuckungen eines Verstorbenen. Es blieb nur eine Hülle, bedeckt und ausgefüllt mit Finsternis. Meist genügten diese Marionetten den Zwecken des Dunkels. Bei größeren Zielen aber, wie etwa dem Schreiber, war das anders. Es brauchte seinen Verstand. Anstatt ihn also ganz zu übernehmen, berührte es ihn nur.
Verstehe ich nur Bahnhof. So, das war runter hier. Okay, wir müssen also... Oh. Ach nee. Autsch! Das hätte böse enden können, wenn diese fette Tanne auf unseren Schädel gefallen wäre. Ach, gucke da. Sesam, öffne dich. Batterien haben wir voll. RIP. Egal, Hauptsache wir können durch und aha, gut da. Blendgranaten gehörten nie im Leben zur Standardausrüstung einer Energiefirma. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ist aber... Egal. Ach nee, 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 nee. Weg mit euch, Alter. Tut ja nicht auf, cool, Alter, schlendern hier durch. Nächster Bruder, eine Blendgranate, ihr seid weg vom Fenster. Kein Problem, ich hab genug für euch alle. Noch ein Fettsack. Komm, verschwende ich meine Zeit. Sehr schön, Blendgranaten sind was Schönes in Alan Wake. Okay. Aber wir müssen da hoch. Komm rüber hier mit dir. Eine neue Manuskriptseite. Was hat die zu bieten? Ich starrte durch die Gitterstäbe der Gefängniszelle. Barry stand hinter mir und wippte auf seinen Füßen. Er sah so elend aus, wie ich mich fühlte. Agent Nightingale stand mit Sheriff Breaker auf der anderen Seite der Stäbe und hielt Manuskriptseiten in der Hand. Überdreht prahlte er, jetzt habe ich sie, Raymond Chandler. Es ist alles hier, alle Beweise. Inklusive denen für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Was für Bundes... Was labert der Typ? Der labert mir Scheiße, als aus dem Arsch eines Pferdes rauskommt. No joke, Digga, ist unnormal. Was der Typ labert, Alter. Jesus Christus. Was ist denn das? Ein Pfeil. Nur zeigt das Sinn. Hier gibt's Dildos! Ach, gucke da. Oh, Blendgranaten, ja geil, also lecker. Blendys sind immer gut, na gut. Oh, vor allem für solche Patienten. Jawohl. Ach, den hat's noch nicht erwischt, komm. Für dich. Kurz, jo, kurzen Prozess, Junge. Zigan. Okay, also jetzt. Ja, eigentlich können wir hier runter. Als wenn dir das wehtut, also übertreib mal nie. Ach, gucke da. Kontrollpunkt. Munition. Und den Rest brauchen wir nie. Shotgun Muni, alle mit. Brauchen wir nie. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Pumpgun, Alter. Oh, jetzt, Digga. Jetzt aber eine richtige Pump-Schrotflinte, Alter. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, Alter. Jetzt ist vorbei, Alter. Jetzt geht's ab. Damit kann ich was anfangen. Was haben wir hier in dem Haus? Ist ja noch was Schönes. Oh, nee. Ein paar Leuchtfackeln. Kurz mal eine zünden. Jack. Jack. So, komm her. Weg. Perfekt. Haben wir die eliminiert, die kleinen Wichser. So, erstmal hier.
Gebe mir das. Und gebe mir dies. Perfekt. Mehr will ich nie. Oh, Mirror Peak, Alter. Du Scheiß, Mr. Stelz. Alter, ich bin aber ganz nah dran. Kaum, dich übernehme ich so. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir noch ein bisschen Licht zum Einschalten? Machen wir das mal. Ich weiß. Schalt deine Hasen. Komm. Und du, weg mit dir. Nichts nützt. Er läuft doch ganz gut bis jetzt. Jetzt will ich alles nachladen. Kontrollpunkt, sehr schön. Ja, ich weiß, ich seh's. Das Dunkel drückte sich dort vorne in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Die Nachtschicht kann Krieg verursachen. Nein! Alter. Ai, das hätte böse enden können. Das hätte echt böse enden können. Scheiße, Digga. Puh. Der hat uns übel zugerichtet. So, jetzt kurz hier, Dings. Ah, da fällt was zu uns, ja mein. Okay, ich dachte schon. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahr. Nicht ganz so tot. Wie man es gerne hätte, vielleicht. Ah! Leider nicht ganz. Eine Manuskriptseite. Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben. Damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Ich weiß nicht, aber... Also Blockaden, wie Schreibblockaden, so für Musikern, Künstlern, Autoren gibt's halt immer. Das ist halt... so eine typische Künstlerkrankheit. Und deshalb haben auch viele Künstler auch Psychiater, kann man so sagen. Ein Psychiater zu haben, ist sogar was Gutes. Ich kann jetzt kein Zeichen von Schwäche, sondern für... Tut der Seele gut. Och nee. Och nee. Komm. Ist... Das wird zu viel. Mach nicht diesen. Alter, was zur Hölle.
Digga, da ist sogar Ellen blind, Alter. Komm rüber, jo. So. Heilige Scheiße. Ah! Nein! Oh Gott! Alter, sogar das hatte ich mal ausgereicht. Tschu! Du liebes bisschen. Haben wir noch was Ähnliches? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel für... Ach. Herr Mayner, Sesam, öffne dich. Guten Tag. Erlöschen. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen, von Götterreich, Träumen und Dämonen, von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Schwierig. Ein Snipergewehr. Komm, nehmen wir das mit. Kann ja nicht schaden. Aber ich glaube, das haben wir noch gar nicht gehabt. Oder haben wir das schon mal gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, moin. Tschüssi. Hat aber einen guten Grund wahrscheinlich, warum die da ist. Da bin ich mal gespannt, wie sie... Da hoch? Nee. Da hoch. Das hat wehgetan. Gut getan, meine ich. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Das denkt doch, was wir machen, Alter. Ist ja kein Spaziergang. Och nee. Nee. Nein! Scheiße, Digga. Autsch. Gott. Jawoll! Bisschen was vernichten. Lass mal runter, hier runter. Autsch! Ganz wichtig, also erstmal Sicherheit bringen. Ja gut. Hallöchen. Schönen guten Tag. Ich komme wegen der Pilze. Oh, Alice! Ja, ist ja gut! Ist schon gut. Fackeln. Was ist denn hier los? Ach, ne Manuskriptus. Zeolnasen. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen,
den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Tja, Bruder, was soll ich sagen? Okay, ich bin 14 geschossen, wie es aus dem Maximal. Geht ja nicht anders. Oh nee. Ach nee. Komm. Fick dich. Scheiße. Sehr schön. Haben wir alles doch perfekt. Okay. Gut. Reicht, bis jetzt alles ist. Schönen Tag. Ist das so, Mello? Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Ach, die Wichse. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Ja, das geht. Indem wir diese einfach so nach oben drehen. Ich glaube, so war das. Glaub. Ich weiß nicht. Obwohl. Anders können wir nicht durch, oder? Was ist irgendwie anders? Ach ne, gucke da. Gucke da. Oh Gott, oh Gott. Das kommt jetzt, glaub. Weil es gibt zwei Schalter, soweit ich weiß. Also ich das finde, es gibt zweite Schalte. Da jetzt, diesen hier. Ich weiß nicht, aber so vielleicht? Er muss ja. Perfekt. Okay, dann wird es hier glaube ich sogar weitergehen, aber da gibt es sogar noch eine vierte Möglichkeit, nämlich diese hier. Was ist eigentlich mit der? Gehen wir mal hier hoch. Ach, das geht noch gar nicht. Ja, mein. Ja, gut. Falsch gedacht. So, jetzt diesen hier. Jetzt mal hoch. Jack. Und jetzt rüber. Gott. Und runter damit. Und jetzt können wir, als wenn dir das weh tut, dann brichst du nicht die Beine. So, jetzt mal hier rüber, Jack. Und jetzt hoch. Und auf entspannter Basis. Hier nach unten. Ha. So, meine Freunde, das ist aber erstmal mit dem, mit der Folge zum diesem Port gewesen sein. Sie silberne Mine. Verlassen diese Momente, verlassen das wäre das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play. Anyway, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein, ich sag noch ein Wort. Peace out.